Ciao zusammen, ich bin der Oli. Heute wieder mal als Gastmoderator von Plequetica und ich bin hier in Spiez im Dassault zusammen mit Glowing Shelter. Ciao zusammen. Salut, Oli. Ciao. Glowing Shelter, ich möchte gerne von euch wissen, von wo kommt ihr und in welchem Musikgenre seid ihr unterwegs? Ja, von wo ist so ein bisschen zusammengewürfelte Truppe, oder? Mittlerweile, ja, wir sagen von Brienz. Wir haben dort auch den Bandraum, aber unter anderem ist natürlich dort so ein Mix drin, von Thun bis auf Brienz, aber mal grundsätzlich Brienz. Okay, sehr gut. Glowing Shelter, glühender Schutz. Schutz vor was? Das ist nicht unbedingt Schutz gemeint. Das ist damit, das ist entstanden eigentlich, weil für uns eigentlich der Bandraum vor allem ein Rückzugsort ist und darum eigentlich als Shelter betitelt ist worden von uns. Und das Gleissende, wir schauen es eher als gleissend an. Ein Kollege hat zwar mal noch eine passende Bedeutung dafür gefunden, aber die wäre jetzt politisch unkorrekt, wenn ich die hier würde nennen. Nächstes Interview. Okay. Und vielleicht noch zur Frage so, wegen was wir machen. Ist ziemlich schwierig, wir machen etwas zwischen progressivem und alternativem Rock. Das weisst du mehr. Sehr gut, natürlich. Du einfach mal hören. Also, bleiben wir weiterhin politisch korrekt. Im Jahr 2014 ist eure erste kleine CD rausgekommen, Breakout. Nach dieser CD hat es ein paar Konzerte gegeben und dann hat man nicht mehr allzu viel von euch gehört. Was ist passiert? Ja, wir hatten ein kleines Problem mit dem Schlagzeuger. Er wollte nicht mehr, dummerweise. Und jetzt haben wir einen sehr guten Ersatz gefunden. Danke, Schöni. Okay. Auf den würden wir natürlich auch noch gerne kommen. Zwei Bandmitglieder von hier, die auch noch mit Three Elements heute Abend werden spielen. Hocke auch hier im Interview, einer davon bist du. Mhm. Frage an dich, du hast einen Job, du hast noch andere Musikprojekte, spielst in zwei Bands. Geht das alles ohne Probleme unter einen Hut? Es ist immer eine Frage der Kommunikation, ja. Ich denke, wenn man etwas machen will, dann lässt sich so organisieren. Okay, gut. Das ist die Idee. Bis jetzt hat es super funktioniert und ich weiss nicht, ich glaube, falls es mal weiss, nicht mehr so gut wird funktionieren, würde er mir als Erstes sagen, dass ich so Schiele habe oder keine Ahnung. Ich habe nicht genötigt. Er hat gesagt, du bist so gut, du musst kommen und sonst eben weiss er, was passiert. Okay. Punk is dead. Wie viel Wahrheit steckt hinter dieser Aussage? Ja, das ist noch schwierig zu sagen, zu definieren bei uns. Wir machen eigentlich nicht Punk. Aber es geht ja ein bisschen in die Richtung. Und gemeint ist ja auch nicht nur der Musikstil. Ja, man muss ein bisschen seriös wirken in der heutigen Zeit, sonst kommt man nicht weiter. Wenn man dann nach dem Konzert rumgeht, niemand mehr mit uns reden kann, ist auch nicht lustig, oder? Das ist durchaus so. Wir haben jetzt 2018. Was hättest du mir für eine Antwort gegeben, wenn ich dir die gleiche Frage vor 10 Jahren gestellt hätte? Ich hätte auch nicht mehr reden können. Aus Formgig, wohlverstanden. Ja. Es war schon vor 10 Jahren, als man so Blut in die Kamera hat gespritzt. Oder wenn? Ich glaube, es ist etwa dort. Es wird ungefähr in dieser also Zeit drin gewesen sein. Bei uns schon, ja. Bei uns ist das etwa vor 10 Jahren. Wir sind clean. Clean, ja. Okay. Spritzen wir andere Sachen in die Kamera. Anständig bleiben. Fertig. Also. Wir haben zahlreiche Bands im Berner Oberland, die in eure Musikrichtung und ähnliche verlaufen. Zum Beispiel The Fox, Soul Wasted, Three Elements, Death und so weiter. Hat sich das Berner Oberland in den letzten 10 Jahren als Mekka von der Schweizer Punkrock-Szene etabliert? Nein, wir haben sehr viele gute Bands von uns hier oben auf dem Oberland, aber es gibt es in der ganzen Schweiz. Wenn man ein bisschen tiefer geht, kann graben, findet man in jedem Landesteil gute Bands in dieser Richtung. Okay, gut.
Zum Schluss hätte ich noch von euch etwas Privateres wollen. Und zwar habt ihr noch irgendetwas, das euch auf dem Herzen liegt, oder gerne wollt loswerden. Grüße an irgendjemandem, ein Dankeschön, was auch immer. Ja, sicher zwei Sachen. Also, wie gesagt, du hast die CD erwähnt, das war eher die Promo-CD. Jetzt mit dem neuen Feuer, der durch eine schöne Band ist gekommen, haben wir natürlich das Debütalbum in Angriff genommen, werden jetzt im Herbst die Aufnahmen so weit machen, wo ihr euch auf ein wirklich geiles Album könnt, freuen mit den United Studios. Von dem her gesehen ist das sicher etwas, was ihr euch merken müsst. Werdet ihr auch coole Konzerte, CD, das Album müsst ihr euch unbedingt merken, zu kaufen. Und sonst, aktuell haben wir natürlich ein Band-Voting, respektive ein Voting für das Open Querzell, wo natürlich, geht mal auf www.openquerzell.ch, dort findet ihr unter anderem auch Three Elements und uns Glowing Shelter, die sich dort angemeldet haben, ist ein cooles Festival, und wir wollen natürlich dort auch spielen. Darum, ihr seht, ist das Voting am Laufen, tut alle fleissig dort ein SMS schicken und unterstützt uns als Bands, dass wir dort können abdrücken können. Vielleicht sieht man sich sogar dort, wäre cool. Mo. Ja, es ist eigentlich sehr gut zusammengefasst, würde ich jetzt sagen. Nicht mehr hinzuzufügen. Nicht mehr gross hinzuzufügen. Ich denke, dass ich, man kann dann mehr Sachen hinzufügen, wenn das Album draus ist. Ja. Weil halt einfach fleissig Konzerte hören kann, ich meine. Nicht nur uns, sondern noch andere. Genau. Okay. Und einfach, wie gesagt, sonst jeder kennt Facebook, www.langenschelter.ch. Verfolgt uns einfach. Ihr werdet sehen, es wird jetzt einiges gehen. Vor allem mit dem Dani Schöne ist jetzt da extrem viel neue Wind in die Segel reinkommen. Und ihr werdet sehen, was alles passiert. Könnt euch freuen. Okay. Wolltet ihr noch gerne etwas loswerden? Ich habe alles gesagt, glaube ich. Oder ist alles gesagt worden? Ja, nein, ja, wenn ihr interessiert seid, eben, kommt auf unsere Homepage oder geht auf Facebook oder so, dann bleibt ihr informiert, was weiterhin läuft. Wir haben viel am Start und wir sind jetzt recht in einer produktiven Phase und hoffen, wir können vieles umsetzen von dem, was wir uns haben vorgenommen. Okay, merci vielmals. Und das wäre es jetzt eigentlich gewesen mit dem Interview von Glowing Shelter aus dem O. Wir gehen heute Abend vergnügt in den Abend und freuen uns auf ein cooles Konzert zusammen mit den Three Elements. Und ihr Interview, der Link dazu findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Plequetica, vor allem bei denen, der heute Abend ist, filmen kann. Bei euch, dass ihr euch Zeit nehmen könnt. Euch da aussen, dass ihr das jetzt auch alles fleissig postet, teilt, liket, was auch immer. Das war's. Tschüss zusammen. Okay, cut. Sehr gut. Ist gut. Gut, tipp top. Zeit, wie sind wir drinnen? 8 Minuten. Ja gut, noch ist nicht schlecht. Ja, ist gut, ja. Okay. Viel zu lang ist es auch nicht so. Kommt drauf an, was.